Ich will Sie heute ermutigen, nicht ängstlich zu sein. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal ängstlich, aber Sie müssen trotzdem keine Angst haben. Das ist ein großer Unterschied. Selbst wenn Ihre Knie schlottern, Ihr Mund trocken ist und Ihr Herz klopft, können Sie handeln und einfach sagen, Gott ist bei mir, er wird mich weder verlassen noch im Stich lassen und ich werde alles tun, was ich tun muss. Ich werde mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Wäre das ein Lebensmotto für Sie? Well, tonight I want to teach you about. Heute möchte ich über das Thema Stell dich der Angst und finde Freiheit sprechen. Es ist ganz erstaunlich, wie sehr die Furcht Menschen beraubt und welche Qualen sie ihnen bereitet. Ich glaube, dass Satan vorrangig Angst einsetzt, um Menschen daran zu hindern, Fortschritte zu machen. Ich habe kein Rezept für euch, wie ihr nie wieder Angst verspürt. Aber ich kann euch lehren, wie ihr der Furcht entgegentreten und verhindern könnt, dass sie euch beherrscht. Je entschlossener ihr euch der Furcht stellt, umso weniger wird der Teufel euch auf diese Weise plagen. Der Glaube ist das Einzige, was die Furcht überwindet. Durch Glauben empfangen wir von Gott. Wer sich fürchtet, empfängt vom Feind. Freiheit von Furcht bedeutet einfach, dass wir uns nicht von der Furcht beherrschen lassen. Wir spüren vielleicht die körperlichen oder emotionalen Symptome der Furcht, aber wir können uns weigern, uns davon einschüchtern zu lassen. Wir lernen, Gott zu gehorchen und glauben, dass er immer bei uns ist. Wir gehen weiter, obwohl uns die Furcht im Nacken sitzt. Mut bedeutet, voranzugehen, obwohl man sich fürchtet. Wir lernen, wie man etwas trotz Angst tut. Vor etwa 20 Jahren gab Gott mir eine wunderbare Erkenntnis. Ich glaubte immer, solange ich mich fürchtete, sei ich ein Feigling. Und ich wollte mich nicht mehr fürchten. Aber dann habe ich gelernt, dass die Furcht immer da ist. Die Furcht ist das einzige Mittel, das Satan einsetzen kann, um uns davon abzuhalten, Fortschritte zu machen. Wir werden unser ganzes Leben lang hin und wieder Furcht verspüren. Aber je mehr wir ihr nachgeben, umso mehr Kontrolle besitzt sie über uns. Vielleicht haben manche von euch mit lähmenden oder sehr ungewöhnlichen Ängsten zu kämpfen. Vielleicht habt ihr Ängste, von denen ihr niemandem erzählen könnt, weil ihr euch zu sehr dafür schämt. Die Liste der Phobien, mit denen sich Menschen herumplagen, ist nahezu endlos. Aber je mehr ihr euch der Furcht entgegenstellt, je mehr ihr tut, was ihr tun wollt, müsst und sollt, ob ihr nun Angst empfindet oder nicht, umso schwächer wird sie in eurem Leben werden. Bitte glaubt mir, dass ihr eure Angst nicht einfach wegbeten könnt. Ihr müsst ihr entgegentreten. Ihr müsst lernen, euch nicht vor der Furcht zu fürchten. Furcht bedeutet, eine falsche Information für wahr zu halten. Sie veranlasst euch zu denken, dass etwas passieren wird, das vermutlich nie passiert. Ich glaube, dass wir Dinge in unser Leben hinein fürchten können, aber vieles, was wir befürchten, tritt niemals ein. Und selbst wenn es eintritt, ist die Furcht, von der wir uns so sehr haben quälen lassen, oft schlimmer als die Sache selbst. Es ist auch schlimm, wenn euch vor etwas graut. Davon haltet euch fern, denn das Grauen ist eng verwandt mit der Furcht. Wir sagen so oft, mir graut davor, in diesen Laden zu gehen, mir graut davor, in diesem Verkehr Auto zu fahren. Manche von euch denken vielleicht, mir graut davor, morgen nach dieser Veranstaltung nach Hause zu fahren. Ihr plant bereits, euch vom Teufel die Freude an dem rauben zu lassen, was ihr hier bekommen habt, weil ihr in eurem Kopf beschlossen habt, dass euch davor graut, wieder nach Hause zu fahren. Aber dafür hat Gott euch nicht hierher gebracht. Er hat euch hergebracht, um euch auszustatten, damit ihr mit einer anderen Einstellung nach Hause zurückkehrt, als mit der ihr gekommen seid. Er will euch mutig und voller Glauben nach Hause schicken und euch jedes Grauen nehmen. Ich will heute über 6 verschiedene Arten der Furcht sprechen. Auf einige werde ich ein wenig ausführlicher eingehen, mit manchen seid ihr vielleicht schon vertraut.
Andere werden euch vielleicht ein wenig seltsam erscheinen, weil ihr noch nie auf die Idee gekommen seid, dass man sich vor solchen Dingen fürchten kann. Die Furcht, auf die ich als erstes eingehen will, ist die Furcht vor Bedrängnis und Schwierigkeiten. Ich will gleich zu Anfang sagen, dass ihr gar nicht erst befürchten müsst, Schwierigkeiten zu bekommen. Ihr werdet sie auf jeden Fall bekommen. Eine meiner Freundinnen war in ihren frühen 40ern, als sie das erste Mal schwanger wurde. Sie hatte große Angst vor der Geburt. Sie sagte, ich fürchte mich so sehr davor, dass es weh tut. Ich sagte, diese Angst kann ich dir nehmen. Wirklich, antwortete sie. Ich sagte, du musst dich nicht fürchten, es wird weh tun. Aber das haben schon Millionen Frauen durchgemacht und sie leben immer noch. Wir dürfen uns nicht erlauben, uns vor etwas zu fürchten, das sowieso passieren wird. Damit machen wir die Sache nur noch schlimmer. Das gilt beispielsweise auch für körperliche Schmerzen. Als ich mir vor etwa 1,5 Jahren den Rücken verletzte, sagte mir mein Chiropraktiker, dass ich nicht so viel stehen soll. Da begann ich, diesen Stuhl zu benutzen, und inzwischen mag ich ihn. Ich denke, ich bin alt genug, dass ich tun kann, was ich will. Und manchmal will ich mich einfach hinsetzen, also mache ich das. Man wird mutiger, wenn man älter wird, wusstet ihr das? Ihr versucht nicht mehr, andere zu beeindrucken. Ihr seid einfach frei, der Mensch zu sein, der ihr seid und zu tun, was ihr wollt. Mein Chiropraktiker sagte, versuchen Sie, sich nicht zu verkrampfen und seien Sie nicht zu vorsichtig, sonst leidet Ihr Nacken darunter. Je mehr wir den Schmerz fürchten, umso schlimmer wird er. Und das ist in jedem Bereich des Lebens so. Was sagen Sie immer bei der Geburt? Atmen, entspannen, atmen, entspannen. Und dieses Prinzip will ich mir heute zunutze machen, um euch zu lehren, dass alles, was ihr fürchtet, durch eure Furcht nur noch schlimmer wird. Wenn ihr wisst, dass ihr etwas so oder so durchstehen müsst, ist es absolut sinnlos, sich davor zu fürchten. Stattdessen, wenn es soweit ist, wird Gott mir die Gnade schenken, die ich brauche. Ich kann tun, was immer ich tun muss, durch Christus, der mich kräftigt. Das Leben ist nicht einfach. Wir wissen das alle. Aber Gott hat uns mit übernatürlichen Kräften des Heiligen Geistes ausgestattet, damit wir schwierige Dinge mit einem Lächeln auf dem Gesicht und Freude in unserem Herzen meistern können. Wir sind vom Heiligen Geist für Härten gesegnet. Versteht ihr? Habt ihr mich gehört? Wir sind vom Heiligen Geist für Härten gesegnet. Es muss nicht immer alles leicht für uns sein. Wir sind nicht schwach. Wir sind voll des Heiligen Geistes. Wir sind Krieger. Wir haben die Kraft Gottes in unserem Leben, die uns befähigt, Großes zu tun. Dave sprach heute Morgen über unser Land und seine Geschichte. Er sagte, wenn man ein Geschichtsbuch liest, erkennt man all die Dinge, die Gott in früheren Zeiten getan hat. Gott hat in den frühen Tagen unseres Landes wirklich übernatürliche Dinge getan, weil die Leute sich auf das Wort Gottes stützten. Unsere Gesetze basierten auf dem Wort Gottes. Aber, sagte er, wenn man Gott aus der Geschichte herausnimmt, wie es heute der Fall ist, verschwindet er auch aus den Geschichtsbüchern. Dann stammt alles, was wir dort finden, aus dem natürlichen Bereich. Ohne Gott bleibt nur das Natürliche. Dann können wir nicht mehr tun als alle anderen auch. Aber wir haben das über. Wir haben das über, damit wir ein übernatürliches Leben führen und übernatürliche Dinge tun können. Ich will euch heute ermutigen, nicht ängstlich zu sein. Vielleicht fühlt ihr euch manchmal ängstlich, aber ihr müsst trotzdem keine Angst haben. Das ist ein großer Unterschied. Selbst wenn eure Knie schlottern, euer Mund trocken ist und euer Herz klopft, könnt ihr handeln und einfach sagen, Gott ist bei mir. Er wird mich weder verlassen noch im Stich lassen und ich werde alles tun, was ich tun muss. Ich werde mich nicht fürchten. Was können Menschen mir antun? Seid ihr bereit, das zu eurem Motto zu machen? Danke. Ihr müsst euch nicht vor Schwierigkeiten fürchten. Ihr müsst nicht befürchten, dass Schwierigkeiten kommen. Sie werden kommen.
Vielleicht findet ihr das nicht sehr ermutigend, aber es ist wahr. Ich helfe euch nicht, indem ich euch anlüge. Es wäre dumm, wenn ich hier stünde und sagen würde, wenn ihr euren Glauben habt, könnt ihr euch den Teufel vom Leib halten und er kann euch keine Probleme mehr bereiten. Das ist Unsinn. Ich glaube, Leute kehren sich irgendwann ab, wenn sie fälschlicherweise gesagt bekommen, jetzt bist du gerettet. Jetzt wird sich Jesus um alles in deinem Leben kümmern. Vielleicht tut er das, aber das kann viel länger dauern, als euch lieb ist. Er will, dass wir lernen, schwierige Zeiten mit ihm durchzustehen und trotzdem glücklich zu sein. Das Ziel besteht nicht darin, jede Schwierigkeit zu vermeiden. Markus 4, Vers 35. Jesus stieg mit den Jüngern in ein Boot und sagte, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Nun, wenn Jesus sagt, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren, könnt ihr sicher sein, dass ihr auch dort ankommt. So einfach ist das. Sehen wir uns an, was dann passierte. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Jesus sagte, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren und als nächstes kam ein Sturm auf. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot. Er schlief. Hattet ihr in eurem Leben auch schon einmal das Gefühl, dass Jesus schläft? In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Ich will euch eine kleine Besonderheit zeigen. Jesus hätte den Wind nicht beruhigen können, wenn er aufgebracht gewesen wäre. Man kann keinen Frieden aussprechen, wenn man selbst keinen Frieden hat. Aber genau das passiert sehr oft. Wenn wir in eine schwierige Situation geraten, lassen wir zu, dass sie uns durcheinander bringt und unsere Bestürzung macht die Situation noch schlimmer. Wir machen unsere Probleme nur größer. Bleibt ihr hingegen friedlich, weiß der Teufel nicht, was er mit euch anfangen soll. Es bringt ihn an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, wenn er euch jeden erdenklichen Knüppel zwischen die Beine wirft und ihr trotzdem weiterhin Frieden im Herzen habt, in der Liebe lebt und Gott lobt. Ich will euch jetzt sagen, wie ihr geistliche Kampfführung auf die einfache Art betreiben und euer Leben dabei trotzdem genießen könnt. Vers 40. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? In manchen Übersetzungen heißt es, er tadelte sie für ihre Furcht. Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir im Sturm dieselben sind wie in Zeiten, in denen kein Sturm tobt. Wir müssen im Sturm dieselben bleiben, die wir sind, wenn kein Sturm tobt. Was bedeutet es, mehr als ein Überwinder zu sein? Ich glaube, es bedeutet, dass ihr schon wisst, dass ihr den Sieg davontragen werdet, noch bevor es überhaupt ein Problem gibt. Deshalb müsst ihr euch nicht aufregen, wenn ein Problem auftaucht. Sagt einfach, ich weiß, dass ich siegen werde. Ich muss das jetzt wohl durchstehen, aber Gott ist bei mir. Ich bin alles andere als begeistert, aber ich schaffe es. Ich kann tun, was immer ich tun muss. Das wird mir weder meine Freude noch meinen Frieden rauben. Ebenso wenig wird es mir den Tag vermiesen. Ich werde einfach tun, was ich tun muss. In Jesu Namen. Amen. Dave und ich müssen uns genauso wie ihr ständig mit unterschiedlichen Dingen auseinandersetzen. Ich muss mich um meine Mutter kümmern und um meine verwitwete Tante, die keine Kinder hat. Meine Mutter ist 87 und meine Tante 84. Sie lebten beide in einer Anlage für betreutes Wohnen, aber meine Mutter musste jetzt ins Pflegeheim umziehen, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Heute Morgen musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte Herzrhythmusstörungen. Bereits zum zweiten Mal musste man ihr Herz anhalten und wieder zum Schlagen bringen. Meine Töchter unterstützen mich sehr, obwohl sie zusammen 6 Kinder haben. Mit 6 Kindern hat man einiges zu tun. Aber da ich viel reise und auch sehr beschäftigt bin, könnte ich das alles ohne sie nicht schaffen. Vor allem in letzter Zeit war sehr viel los. Viele Arzttermine und dieses und jenes.
Wir hatten sie gerade ins Pflegeheim gebracht, als man uns anrief und sagte, wir bringen sie ins Krankenhaus. Ich war gerade verreist, so musste sich jemand anders darum kümmern. Ich rief meine Tochter an und sagte, es tut mir wirklich leid, aber ich habe gerade einen Anruf vom Pflegeheim bekommen, dass sie Oma ins Krankenhaus bringen müssen. Meine Tochter sagte, okay, ich kümmere mich darum. Ich sagte, es tut mir wirklich leid. Sie sagte, es ist schon in Ordnung, Mama. Das ist ein Teil des Lebens. Ich war so stolz auf sie. Ich dachte, ich wünschte, ich hätte so handeln können, als ich in ihrem Alter war. Ich bin froh, dass sie besser angeleitet und gelehrt wurde als ich. Am Abend sprachen wir noch einmal miteinander und sie sagte, wir müssen das tun. Es hat keinen Sinn, sich über etwas aufzuregen, das wir sowieso tun müssen. Und ich hoffe, dass ihr das heute wirklich versteht. Es hat keinen Sinn, sich über etwas aufzuregen, das ihr sowieso tun müsst. Denn das ändert nichts darin. Es macht euch nur unglücklich. Ich habe noch einen kleinen Satz, den ich euch ans Herz legen will. Er steht hier ganz groß in meinen Notizen. Er lautet schlicht, stell dich deinem Problem, anstatt dich davor zu fürchten. Paulus sagte in 1. Korinther 16, 9, denn hier bieten sich mir große Möglichkeiten. Es gibt allerdings auch viel Widerstand. Mit Möglichkeiten kommt Widerstand. Der Teufel greift uns auf jeder Ebene neu an. Ihr könnt für eine Beförderung bei eurer Arbeit beten, aber ich kann euch sagen, wenn ihr ein Vorgesetzter oder der Chef seid, bedeutet das nur, dass es noch mehr Menschen gibt, die euch nicht mögen. Ich will ja nicht negativ sein, das ist einfach die Wahrheit. Vielleicht denkt ihr, dass jeder mich liebt, aber das ist nicht so. Nur weil ihr es tut, bedeutet das nicht, dass alle es tun. Je mehr Menschen ich lehre, umso mehr muss ich hinnehmen. Ihr müsst in eurem Leben eine Entscheidung treffen, euren Blick auf das Gute gerichtet zu halten. Lasst die Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als sich zu beklagen, einfach weiterklagen und regt euch nicht darüber auf. Sonst verliert ihr euren Fokus und könnt nicht mehr tun, was ihr in eurem Leben tun sollt. Ihr müsst Gott kennen, ihr müsst wissen, wer ihr in ihm seid. Ihr müsst wissen, dass er euch liebt und dass er einen Plan für eure Rettung hat. Noch bevor es in eurem Leben ein Problem gibt, hat Gott schon die Lösung. Er hat schon einen Ausgang vorbereitet und wir müssen entsprechend der Bibel handeln und sagen, ich brauche diesen Kampf nicht zu kämpfen, es ist nicht mein Kampf, es ist Gottes Kampf. Ich werde meinen Frieden und meine Freude bewahren und tun, was er mir sagt. Und in alledem bleibe ich in seiner Ruhe und warte darauf, dass er meine Feinde zum Schemel unter meinen Füßen macht. Ich will, dass ihr heute die Entscheidung trefft, jeden Tag auf dieser Erde zu genießen, auch wenn es euer letzter ist. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch mit Furcht quält. Furcht Nummer 2 ist die Furcht, nicht zu bekommen, was wir wollen. Ihr solltet mal den Gesichtsausdruck der Leute sehen, wenn ich sie frage, was ist, wenn ihr Gott bittet, etwas für euch zu tun und er es nicht tun will? Was ist, wenn ihr nicht bekommt, was ihr haben wollt? Danach hat noch nie jemand geklatscht. Nach dieser Frage hat noch nie jemand geklatscht. Das ist keine beliebte Botschaft. Aber es ist eine Tatsache, dass wir nicht immer alles bekommen, was wir haben wollen. Manche von euch beten falsch. Manche von euch beten aus den falschen Motiven heraus. Manche von euch bitten um Dinge, die sie zerstören würden, aber sie wissen es nicht. Wir bekommen nicht immer alles, was wir haben wollen, aber wenn ihr Gott wirklich liebt und ihm vertraut, könnt ihr trotzdem glücklich sein. Je mehr wir etwas haben wollen, umso mehr schreckt uns jedes kleine Anzeichen, dass wir es vielleicht nicht bekommen werden. Oh. Was ist, wenn ich nie heirate? Nun, ich schätze, dann werdet ihr nie heiraten. Das hat seine Nachteile, aber andererseits könnt ihr tun, was ihr wollt und müsst nicht ständig jemanden um Erlaubnis fragen. Ich bin wirklich gern verheiratet, ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber man kann auch unverheiratet glücklich sein. Was, wenn dies passiert oder jenes? Ich halte das nicht aus, das ist zu viel für mich, ich halte das keinen Tag länger aus. Übernatürlich.
Nun kommt, fügt eurem Leben das Über hinzu und glaubt, dass ihr tun könnt, was immer ihr tun müsst. Ihr müsst nicht verheiratet sein, um glücklich zu sein. Ihr müsst keine Kinder haben, um glücklich zu sein. Ihr müsst nicht befördert werden, um glücklich zu sein. Ihr müsst nicht der Chef sein, um glücklich zu sein. Das Glück liegt in eurem Inneren. Nun kommt, ich sagte, das Glück liegt in eurem Inneren. Ich fürchte, ich werde nicht bekommen, was ich haben will. Nun, solange ihr nicht beten könnt wie Jesus, der sagte, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen, werdet ihr immer befürchten, dass ihr etwas Bestimmtes nicht bekommt. Wir beten zu viel für das, was wir wollen. Wir sollten öfter beten, Gott, ich will, was du willst. Ja, ich will, was du willst, Herr. Ich will meine Freude an dir haben und du wirst mir die Wünsche erfüllen, die gut für mich sind. Ich vertraue darauf, dass du mir gibst, was richtig ist. Wenn etwas ganz klar in der Bibel steht, kann ich kühn dafür beten. Und wenn nicht, bete ich, Gott, ich bitte dich um diese Sache, aber wenn sie in deinen Augen nicht gut für mich ist, gib sie mir bitte nicht. Ich hatte schon einiges in meinem Leben, was nicht gut für mich war. So etwas wollt ihr nicht haben. Wer von euch hat schon mal aus eigener Kraft gehandelt und sich etwas erschlichen, das nicht gut für ihn war? Hinterher tat es euch leid, oder? Gott wird euch geben, was passend für euch ist, und er wird es euch zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise geben. Darauf müssen wir vertrauen, statt ständig zu befürchten, dass wir unseren Willen nicht bekommen. Also fürchtet euch nicht, sondern stellt euch den Dingen. Ihr werdet euren Willen nicht immer bekommen. Niemand hier wird alles bekommen, was er glaubt, haben zu müssen. Seht ihr, ich habe es ja gesagt, niemand klatscht. Ich habe euch sogar vorher gewarnt, aber ihr habt trotzdem nicht geklatscht. Ihr habt alle diesen starren Blick. Wirklich? Sind wir nicht lustig? Wir sind so lustig. Oh, diese menschliche Natur. Ich muss das haben, ich muss das haben, ich muss das haben. Gott gibt uns nicht immer das, was wir haben wollen, aber er gibt uns immer das, was letztendlich das Beste für uns ist. Nur weil sich etwas nicht gut anfühlt, bedeutet es nicht, dass es uns nicht letztendlich zum Guten dient. Ich glaube, manchmal sind wir geradezu süchtig danach, unseren Willen zu bekommen. Es gab viele Jahre in meinem Leben, in denen ich nicht glücklich war, wenn ich meinen Willen nicht bekam. Das war wie eine Droge für mich. Wenn ich meinen Willen nicht bekam, verfiel ich sofort in Selbstmitleid. Mal ehrlich, weiß hier jemand, wovon ich rede? Wenn ich andere nicht manipulieren und beherrschen konnte, geriet meine Welt aus den Fugen. Ich hatte das alles so satt. Ich nannte es immer Jojo-Christsein. Ich wurde völlig von meinen Umständen beherrscht. Wenn ich bekam, was ich wollte, war ich glücklich. Wenn nicht, war ich traurig. Und irgendwann hatte ich es satt. Sobald ihr etwas wirklich satt habt, könnt ihr es ändern. Ihr könnt sagen, ich will nicht mehr so leben. Ich gebe Gott die Verantwortung für meine Umstände. Ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Seine Wege sind höher als meine Wege. Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Lasst Gott in eurem Leben Gott sein. Wir machen uns nur unglücklich, wenn wir versuchen, das zu bekommen, was wir uns wünschen. Doch sobald wir das, was Gott möchte, mehr wollen als das, was wir selbst wollen, werden unser Friede und unsere Freude enorm zunehmen. Ich sage es noch einmal, ihr müsst nicht befürchten, dass ihr euren Willen nicht bekommt. Ihr werdet euren Willen nicht immer bekommen. Deshalb müsst ihr lernen, die Realität zu genießen. Jetzt habt ihr es verstanden. Gut. Nun möchte ich ein Wort an unsere Fernsehzuschauer richten. Auch ihr werdet euren Willen nicht immer bekommen. Nur für den Fall, dass ihr denkt, ich würde nur zu den Leuten hier reden. Deshalb hört auf, Gott ständig zu bearbeiten, damit er euch gibt, was ihr wollt, und lernt zu sagen, was Jesus sagte, Vater,
Ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Nummer 3. Die Furcht vor Unvollkommenheit. Über diese Furcht könnt ihr schnell hinwegkommen, denn ihr müsst sie nicht haben, ihr seid nicht perfekt und werdet es nie sein. Wir werden nie perfekt sein, solange wir in diesem Körper auf dieser Erde sind. Nichts ist perfekt. Es gibt keine perfekte Kirche, keinen perfekten Job, keinen perfekten Ehepartner, keine perfekten Kinder. Der Einzige, der perfekt ist, wird wiederkommen, aber noch ist er nicht hier. Deshalb könnt ihr euch in eurer Unvollkommenheit ebenso gut wohlfühlen. Wenn sie von Furcht gequält werden und die Furcht sie davon abhält, etwas zu tun, was sie gern tun würden, habe ich heute eine gute Nachricht für sie. Die Furcht muss ihr Leben nicht länger beherrschen. Sie können ihr mutig entgegentreten, sie besiegen und in Jesus den Frieden finden, der sie befähigt, das zu tun, wozu Gott sie bestimmt hat. Trotz Furcht können sie handeln. Wir sind hier mitten in Tansania, wo das Volk der Datoga lebt. Das erste Mal war ich vor über einem Jahr hier und die Zustände, die wir hier gesehen haben, waren absolut herzzerreißend. Es gab kein Trinkwasser. Die Menschen mussten stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, nur um etwas schmutziges Wasser zu bekommen. Es gab keine Bildung. Also haben wir uns gefragt, wie wir helfen können. Und nun sind wir wieder hier und haben gerade einen von 5 Brunnen eingeweiht, die wir gegraben haben. Und das sind nicht einfach nur Löcher im Boden. Die Brunnen sind mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet und haben jeweils ein Wassersammelbecken für 10.000 Liter. Wir haben auch eine Grundschule gegründet, die bis zur 5. Klasse geht. Das Leben dieser Menschen hier in Tansania hat sich total verbessert. Und ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Die Leute hier wissen das sehr zu schätzen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen Gottes Segen wünschen. Ich hab recht. Der andere ist schuld. Ein Wort gibt das andere und schon knallt's. Und keiner hat es gewollt. Es geht auch anders. Finden Sie heraus, wie. Jetzt erhältlich von Joyce Meyer. Leben ohne Konflikte. Bestellen Sie das Buch Leben ohne Konflikte jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch. Unter 040 88 88 411 11.